Hallo zusammen, Salve a tutti. Mittwochabend, das ist der 18. August, wir haben 17.38 Uhr, DAX hat gerade geschlossen und vor euch liegt der Tagestag, sprich eine Kerze, ein Tag. Ihr seht nach wie vor hier, die habe ich drin gelassen, die hat auch jetzt eine gewisse Bedeutung, dieser Seitenkanal. Wir sind aus diesem Kanal raus, hier bei der 15.810, wir haben die 16.000 gesehen, hurra, das war der Tag mit den T-Shirts, dann haben wir genau da wieder drauf aufgesetzt, deswegen lasst den hier weiter drin. Dieser Bereich um die 15.810 ist nach wie vor sehr wichtig. Ja? Das heißt, hier war der Tiefskurs war 15.810, der bleibt sehr wichtig, solange wir da drüber sind, ist die Welt noch in Ordnung. Dass der hier ein bisschen rumzaudert mit einer Tausenderstelle, halte ich für normal, stört mich jetzt herzlich wenig. Wir haben heute in der Nähe des Tageshochs geschlossen, über 10-Tage-Linie, über 20-Tage-Linie, das passt. Wir sind vom MACD her leicht negativ, das kommt aber halt einfach daher, weil wir diesen Höchstkurs hier nicht nochmal gesehen haben. Und genauso ist es auch mit der Stochastik, leichtes Verkaufssignal. Also vom Tagessignal oder vom Tageschart her ist es so, wir befinden uns hier in dem wichtigen Bereich 15.810 zu 16.030. Dazwischen sind wir, ohne irgendwelche Ambitionen jetzt nach oben oder nach unten zu gehen. Mal schauen, ob die 4 Stunden mehr bringt. Was mir ein bisschen auffällt, ist diese Linie hier. Da liegen wir hier. Ja, da waren wir gerade eben auch dran. Das ist die 15.963. Machen wir es nicht ganz genau auf den Punkt. Aber dieser Bereich hier, ja, einmal, zweimal, dreimal und heute das vierte Mal gesehen, das ist so eine Art Imbiss, so eine Zwischenstation. Vom 4 Stunden her sind wir über die Technik ein bisschen besser. Wir sind noch neutral im Oszillator, MACD ist in Ordnung und wir hängen jetzt an dieser 15.900 und nehmen wir es mal rund 70. Da hängen wir dran. Das kann der locker machen, habe ich überhaupt kein Problem mit. Die Bänder verlaufen parallel, geben kein Signal. So gesehen ist hier die Welt noch in Ordnung. Auch hier gilt ganz klar die 15.810. Das gilt also über alle Zeiteinheiten, auch über die Stunde. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass der sich über die Stunden heute nochmal dahin gerettet hat und geht eben an diese 15.970 ran. Wäre schön, wenn er drüber geht, aber der hat sich alle Chancen offen gelassen, dass er also auch morgen ganz locker mal hier die 16.000 nochmal sehen kann. Auch hier, wie gerade eben gesagt, die 15.810, ganz, ganz wichtiger Support, da darf er bitte nicht drunter, also vielleicht mal drunter gucken, so ein kleines bisschen, aber nicht viel mehr. Die ist sehr wichtig und es bleibt auch hier die 16.030. Von der Stundentechnik sind wir nach wie vor positiv, leicht überkauft, ja und, ist nicht schlimm. Und auch das MACD, das sieht eigentlich alles ganz sinnvoll aus. Ich habe hier momentan noch kein Warnsignal, das bekomme ich hier bei der 15.810. Ich habe euch einen Schein mitgebracht. Da muss ich auch mal zurückgehen auf den Tageschart, da sieht man besser, warum ich den genommen habe. Ich kann natürlich irgendwo hier unten einen suchen. Aber meine Erfahrung sagt mir, wenn wir das jetzt hier nicht schaffen sollten, ist die 20-Tage-Linie heute hier bei 15.725 eigentlich eine ganz gute Unterstützung. Zumindest mal eine Bremse. Deswegen habe ich mir einen Schein ausgesucht, der 100 Punkte drunter liegt. 15.627. Da sind wir hier. Hier kommt er nochmal. Das ist dieser hier, eine GH9UKF. Open-End-Schein von Goldman, 15.627. Die Idee ist einfach, wenn wir das jetzt wirklich schaffen, morgen diese 15.970 mal rausnehmen, sind die Chancen sehr, sehr gut, dass es sich hier weiter oben weiter fortsetzt. Warum soll ich den Schein hier unten nehmen? Nur viele Leute erschrecken, dann sehen, oh mein Gott, das ist ja ein 48er Hebel. Der Hebel ist, ich möchte nicht sagen, egal. Aber er ist nicht... Damit würde ich es nie festmachen. Also wie gesagt, wir sind vom Tag her sind wir noch ein bisschen negativ, aber über die Technik, aber ein neues All-Time-High wird hier alle Tore nach oben öffnen. Von daher finde ich es ganz gut. Also erschrecken Sie nicht mit dem Hebel, es ist ein 15.627er. Der sollte geschlossen werden, wenn wir unter der 15.675 sind, wenn wir wirklich hier 50 Punkte unter der 20-Tage-Linie sind. Kaufen tue ich den erst, wenn wir ein neues High machen. Vom Short her, da traue ich mich nicht so einen super riesengroßen Hebel zu machen. Da gehe ich mal ein bisschen runter auf zaghafte 40. Habe ich den hier, 16.366.
Da sind wir, da musst du den Chart zusammenschieben. Da sind wir hier. Der kommt allerdings bei mir auch erst ins Buch, wenn wir wirklich mit einer Stundenkerze unter der 15.810 sind. Das ist also Watchlist. Dieser Schein, diese 16.366, auch ein Open-End-Schein, hat die Kennnummer GH2 P wie Paula Gustav Nordpol. GH2 PGN. Aber nochmal, der kommt auch erst nur dran, wenn wir hier drunter gehen. Vorher hat das keinen Sinn. Der muss ich jetzt in diesem Kasten nochmal hier so ein bisschen austoben. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.